Hey Leute, hier ist Sebastian. Wer diese Anmoderation schon kennt, ist jetzt vielleicht etwas enttäuscht, dass ich kein Handy in die Kamera halte. Denn heute gibt es leider kein cooles neues Smartphone-Experiment. Denjenigen, die diese Begrüßung nicht kennen, möchte ich kurz unser Projekt VFox vorstellen. Mein Name ist Sebastian Starks und ich bin Physiker an der RWTH Aachen. Vor etwa 5 Jahren habe ich unter der Leitung von Christoph Stampfer und Heidrun Heinke eine App namens VFox entwickelt, die es unseren Studierenden ermöglichte, die Sensoren in ihren Smartphones zu verwenden, um damit Physikexperimente durchzuführen. Mit einfachen Haushaltsmitteln waren damit Experimente mit Datenerfassung möglich. Relativ schnell bekamen wir auch Aufmerksamkeit von außerhalb der Uni, denn auch Schülerinnen und Schüler konnten ohne Anschaffung teurer Messgeräte damit experimentieren und auch beispielsweise in Projekten eigenständig mit dem eigenen Gerät arbeiten. Und wenn am Pult ein Smartphone in eine Salatschale gesteckt wird, hat man wenigstens vorübergehend mal die Aufmerksamkeit der gesamten Klasse. Weltweit finden sich leider viele Länder, deren Mittel für Schulen noch deutlich weiter eingeschränkt sind. Und auch diese profitieren von VFox, da wir es unseren freiwilligen Übersetzern zu verdanken haben, dass die App inzwischen in 16 Sprachen erschienen ist. Und dass plötzlich fast alle Schulen in einer globalen Pandemie schließen mussten und die einzige Möglichkeit bestand, um Experimente im naturwissenschaftlichen Unterricht durchzuführen, war, dass Schüler die Dinge in ihrem Haushalt verwenden, hatte kaum jemand vorher gesehen. Aber gerade hier bringt die Erkenntnis, dass wir alle kleine Minilabore in den Hosentaschen haben, eine willkommene Abwechslung im Homeschooling. Das alles hat dazu beigetragen, dass ein kleines Projekt von einem Institut für experimentelle Festkörperphysik größer wurde, als wir es jemals erwartet hätten. Viel größer. Inzwischen verzeichnen wir weltweit fast 2 Millionen Installationen auf Android und iOS, haben Botschafter in über 40 Ländern und VFox hat Einzug in diverse Schulbücher erhalten. Die App ist Gegenstand vieler Projekte und Videos von Lehrenden und Lernenden und wurde von diesen auch mehrfach ausgezeichnet. All das ist super, aber das Projekt kann nicht mehr von einem einzigen Physiker getragen werden. Denn dazu gehört nicht nur die Softwareentwicklung, sondern auch die Präsentation im Netz, Materialien für Schulen, Lehrerfortbildungen, Workshops, Demonstrationsvideos und viel, sehr viel Support für die User, seien es die Lehrkräfte oder die Schülerinnen und Schüler. Um das noch stemmen zu können, haben wir unser Team vergrößert. Unser Ziel ist es, eine gemeinnützige Organisation zu schaffen, die dieses Team tragen kann. Hierzu benötigen wir Ihre Unterstützung, damit die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Lehre nicht ausgebremst wird. Mit Ihren Spenden fördern Sie die Entwicklung neuer Funktionen, Lehrerfortbildungen sowie Arbeitsmaterialien und die internationale Vernetzung. Da helfen Sie uns, für jede Schülerin und jeden Schüler einen Zugang zu modernen Messwerkzeugen im naturwissenschaftlichen Unterricht zu schaffen.